Hallo zusammen, ist es nicht ein herrlicher Tag, um sich jetzt direkt die zweite von drei Serien der Rocket-Monatsmission August vom Montagabend anzuschauen? Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Und die gute Laune rührt natürlich auch daher, dass ich so ein wunderbares Ergebnis über 600 Punkte in den ersten 12 Spielen hingelegt habe. Das lief also wie auf Schienen. Und damit gehe ich natürlich einigermaßen optimistisch hier in das zweite Drittel, wobei man natürlich auch sagen muss, wir sind so lange im Skatgeschäft, es kann natürlich auch mal eine ganze Weile Flaute geben. Also die Vorentscheidung war das noch nicht, aber es erlaubt mir natürlich auch jetzt etwas taktisch disziplinierter hier zu spielen. Ich muss nicht mehr das ganz große Risiko eingehen, denn die Ausgangsposition ist auf jeden Fall jetzt schon mal ziemlich gut. Es wird gesetzt, das heißt, hier am Tisch dürfte ich mit zwei weiteren Spielern sein, die ebenfalls so in der gleichen Kategorie schon Punkte vorgelegt haben. Gehe ich also mal davon aus, dass hier diszipliniert gespielt wird. So, Pik im ersten Spiel. Ich öffne die kurze Farbe, aber das war jetzt nicht unbedingt so ein super Treffer. Kreuz 10 wird gestochen. Nun muss man allerdings sagen, bei uns steht das auch alles gleichmäßig, sieht also nicht gut aus. So, und jetzt kommt kein Kreuz hinterher. Warum kommt kein Kreuz nach? Ja, kann eigentlich nur eine Begründung geben, die zwei Kreuzen sind gedrückt. Und wenn das der Fall ist, wenn er unter dem Ass zu dritt schon zwei drücken kann, dann hat er hier wohl Luxusprobleme. Dann werden wir hier nicht viel anknabbern können, schon gar nicht, wo die Trümpfe jetzt noch übereinander fallen. Also mein Partner drei Unterbauern, nützt uns aber gar nichts, denn ja, die Karte sitzt bei uns absolut symmetrisch. So symmetrisch, wie man es eigentlich selten sieht. Kreuz 2 zu 2, Trumpf 3 zu 3. Ja, und so wie ich das sehe, muss alles andere auch schon glatt stehen. So ist es. Herz steht ebenfalls 2 zu 2 und Karo auch 3-3. Also gegen diese komplett gleichmäßige Verteilung gewinnt der Spieler ohne Probleme mit 82 Augen. Da hätte aber nur mal eine Karte anders sitzen müssen. Mal die beiden schwarzen Buben in einer Hand. Dann wäre da womöglich das Trumpfass abgemeldet worden. Karo 10 macht noch einen Stich und schon sind wir in der Nähe von 60. War aber nicht der Fall. So, zweites Spiel eingepasst. Wie angedeutet, habe ich schon fast vermutet. Hier braucht keiner voll ins Risiko zu gehen. Und ja, auch in diesem dritten Spiel in einer anderen Situation mit weniger Punkten liegen oder etwa in in einem Wochenrocket-Turnier hätte ich hier wohl den Schnabel nicht so schnell gehalten, aber letztlich sind das hier nur fünf Trümpfe in Mittelhand, ohne fünf, mit einem hohlen Seitenass. Also da vibriert bei mir ja der Risikoalarm, die Härchen stellen sich auf und ich sage mir, nee, solche Kirschen musst du hier bei 600 liegen nicht reizen, da kommen auch bessere Spiele und vor allen Dingen soll mal erstmal der Gegner jetzt gewinnen. Karte sitzt sicher unangenehm, ich habe eine Farbe gar nicht, ich habe eine ganz lange Farbe. Ah, aber er spielt krank. Na dann bin ich mal gespannt. So, vorhin habe ich mal auf das Ass direkt die 10 reingeschmiert. Diesmal tue ich es nicht, obwohl ich auch 2 habe. Liegt natürlich daran, dass mein Partner noch ein bisschen gereizt hat und ich natürlich mit einer Farbe frei auch noch ganz andere Optionen habe, die Kreuz 10 unterzubringen. Also jetzt halte ich das für zu gewagt, da 21 anzubieten und wir sehen, dass das wäre auch nicht gegangen. Herz 7 wird abgeworfen. Okay. Ja, dann war sie blank und dann ist es ein Tick ärgerlich an sich, dass mein Partner jetzt das Herz Ass auch noch hinterher spielt. Hatte er das nötig, diesen vollen anzubieten? Nee, schaut mal her, er hätte auch Trumpf mal den Buben einspielen können. Aber ist ja auch mal ein guter Zug und dann hätte er das Herz Ass noch in der Hand gehabt. Also das hat er vielleicht ein bisschen leichtfertig angeboten. Wo der Alleinspieler schon den ersten vollen verweigert, war ja eigentlich klar, dass er Herz jetzt kurz abgeworfen hat. So, und mein Partner steht auf Pik 7, 8, 10, hat hier gegen die vier Piken des Alleinspielers sogar den ersten noch laufen lassen, hat damit die Pik Dame rausgeangelt. Dafür hat er jetzt natürlich wieder keine gute Rückspielkarte. So, ah, Kreuz König, da hat er nochmal vier Augen in den Sand gesetzt. Denn logischerweise muss der Alleinspieler jetzt auch noch zwei Karos haben, ne? Der hat noch jetzt eine Stehkarte Pik, Herz hat er nicht mehr, Kreuz hat er nicht mehr, kann nur noch einen Pik haben, muss also zwei Karos haben. Nur, ja, die Karo 10 ist natürlich gedrückt. Von meinem Partner kommen jetzt nur noch Luschen und der Alleinspieler gewinnt gerade mal mit 68. Alleine der Kreuz König hier kurz vor Schluss war unnötig geopfert. Vier Augen und davor das Herz Ass. Also das Spiel war gar nicht so gut, dieser Grang. Pik
Ass zu viert, drei Bauern, Pik 10 stand im Dritt dagegen und dann noch ein Herzstich und zwei Karostiche. Das hätten wir also leicht regulieren können, wenn wir ein bisschen glücklicher getroffen hätten. So, Spiel 4, drei Damen in Vorhand, aber auch drei Buben. Und jawohl, da ist der vierte Bube und das zweite Ass. Das ist ja großartig. Es gibt sie noch, die Traumfindungen. Da soll mal einer sagen, dass es beim Skat nicht auch mal gute Nachrichten gibt. Ja, also solide wäre übrigens der Kreuz, ne? Kreuz mit 5, auch unverlierbar, mit Karo 7, 9 Dame an der Seite, sogar eine kleine Schneiderchance, wenn Karo 2, 2 steht. Aber das ist mir jetzt dann doch zu passiv, sage ich mal, oder da gehe ich schon das Risiko ein. Ich würde mich am Ende mehr ärgern, wenn ich jetzt hier nur den Kreuz spiele, und am Ende fehlen dann irgendwie die 48 Punkte oder die 36 Punkte Unterschied. Denn ich glaube, vier Bauern, zwei Asse ohne Gegenreizung, da muss der Gang einfach funktionieren. Klar, Karo zu dritt könnte schon reichen. 28 in Karo, zwei Schmierungen und dann noch den Pikstich. Oder Karo sogar zu viert. Aber ja, dann wäre es halt mal so gewesen. Ich bin das Risiko eingegangen und alles lief glücklich. Karo steht artig 2-2 und je nachdem gibt es jetzt sogar noch eine minimale Schneiderchance, falls am Ende beide Pik abwerfen. Nicht, dass ich daran glaube, aber versuchen müssen wir es natürlich. Ja, also erfreulich, fast wie in der ersten Serie, relativ früh einen Gang mit Vieren. Das gibt mir natürlich erneut eine gute taktische Ausgangsposition. Damit lässt sich schon mal arbeiten. Man braucht gar nicht immer so viele Spiele, einfach mal die Rosinen rauspicken. Also beim Rosinenpicken, da bin ich inzwischen absoluter Experte. Diese Spiele mit Vieren, die spiele ich also sehr gerne und die machen dann trotz alledem immer noch viel Spaß. Also da kann man 20 Jahre Skat spielen, 30 oder 40 Jahre wahrscheinlich. Wenn du die vier Buben hast, geht immer irgendwie noch mal so ein bisschen die Sonne auf. So, Karo wird gespielt. Kreuz 8, auch ungewöhnlicher Aufschlag, war der blank. Aber der Alleinspieler ist da sofort mit dem Ass rauf und die Dame zu halten. Das glaube ich auch eher nicht, das wäre sehr ungewöhnlich. So, habe ich erstmal mein blankes Ass gezogen und dann kurz über die Kreuz 10 nachgedacht, aber irgendwie denke ich, das kann nicht richtig sein. Vielleicht hat der Spieler dann sogar Kreuz Dame gedrückt und eher eine Herz-Lusche im Blatt, aber nein, hat er nicht, Herz sticht er. Ja, und das sind natürlich nicht so gute Nachrichten. Ich behalte hier den Karo König nochmal für einen Überstich in Pik. Ah, was ist das? Es kommt kein Pik hinterher. Das ist ja ungewöhnlich. Ja gut, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich jetzt auch die Kreuz 10 auf den Tisch hauen. So, Herz Ass rein. Letzte Chance für Herz Ass. Nee, tut er nicht. Wird sogar noch bedient. Okay, wirklich ein bisschen überraschend. Das kann ich noch gar nicht ganz interpretieren. Wie hat er den denn gedrückt? Ja, er hat kein Pik mehr. Pik 10 im Keller aus Doppellusche 10 und dafür diese Kreuz-Dame gehalten und dann aber wirklich ohne zu zögern das Kreuz-Ass darauf. Also den hat er, da hat er uns zumindest ein bisschen ausgeblufft. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, dass er diese Karte so rumgedrückt haben könnte. Ich glaube auch nicht mal unbedingt, dass es die stärkste Idee ist, aber wir haben es nicht auf die Reihe bekommen, beziehungsweise ich habe es nicht geschafft. Da muss ich wohl schon im dritten Stich direkt die Kreuz 10 auf den Tisch pfeffern, mein Partner Herz Ass rein, dann wäre das Spiel wohl nicht gewonnen worden. So, weiter geht's, ein Kreuz. Vier dagegen, dann natürlich erstmal den ersten tauchen. Sieht nur dann dusselig aus, wenn da die blanke Kreuz 10 reinfällt, aber das ist natürlich der seltene Fall. Meistens fällt die Lusche und aha, Kreuz 10 sogar noch bei meinem Partner, also es ist nur ein Fünftrümpfer, auch ohne Trumpf volles. Ja, dann wird er natürlich zu befürchten eine starke Beikarte haben, aber wir schauen mal, mal gucken, was in Herz los ist. Da will ich mir mit den vier Trümpfen natürlich auch eine Farbe hochspielen. Das hat schon mal geklappt, Herz Ass draußen, wahrscheinlich blank. So, und jetzt kommt Pik 10 reingeschmiert, das bedeutet, Pik Ass ist auch beim Alleinspieler. Wir haben 36 liegen. Ziehe ich gleich den nächsten Buben, dass ich da nicht nochmal angespielt werden kann und nochmal was einsack von meinem Partner und Karo 10, alles klar. Dann hat der Alleinspieler natürlich drei Asse dabei. Ist gar nicht so eine große Überraschung bei den schwachen Trümpfen ohne Trumpf volles. Wir kommen jetzt auf 52, ja, und jetzt bin ich natürlich nicht ganz sicher, ob Karo 10 die ideale Schmierung war, denn Pik 10 wird doch eher die lange Farbe gewesen sein zuerst
Und warum? Dann müsste er jetzt eigentlich die Karo 10 halten. Ich vermute, dass der Alleinspieler eben noch ein Drilling hat. Herz wird es nicht sein, da hätte er geschnippelt, also Pik oder Karo. Ja, wie machen wir es denn jetzt? Bei 52 liegen. Noch ein Zwischenzug mit Herz König. Gut, aber dann muss ich ohnehin anbieten. Karo König will ich natürlich auf keinen Fall spielen. Das könnte der Stich sein. Ja, Herz 10 oder Pik Lusche. Ich habe mich jetzt hier für Herz 10 entschieden. Mal für klare Verhältnisse sorgen. Erstmal gucken, ob er nicht doch eine Herz Lusche hat. Hat er nicht. Und jetzt hat er hier ja, unglücklich agiert. Wenn er von oben zieht, dann hätte er den Karo König bekommen. So kriege ich noch den Herz König heim und damit kriegen wir 63. Also wie an sich schon vermutet, es war dann das Karo Ass zu dritt. Von daher wäre jetzt der Alleinspieler noch mit einem Karo Unterzug Sieger geworden und ich hätte doch besser statt Herz 10 die Pik Lusche getroffen, das blanke Herz Pik Ass gesucht. Ja, aber ist immer auch ein bisschen Spekulation. Wahrscheinlich habe ich hier auf die etwas schlechtere Chance gewettet, aber das war für den Alleinspieler immer noch schwer zu durchschauen und deswegen habe ich da auch jetzt einmal 40 Punkte eingesagt. Ja, und zur Hälfte der Serie läuft es doch alles wieder nur für mich, ne? Ein großes Spiel. Die anderen haben auch schon einen an Ballon bekommen. Also soweit alles wieder bestens. So, was macht Spieler 1? Er drückt links, er drückt rechts, er nimmt wieder auf. Was hat er denn da für ein Problem? Ich habe hier natürlich ein paar voll in Vorhand, aber keine Reizung. Ja, und dann kommt Grang raus. Gut, aus einer bestellten 10 hier aufzuschlagen, ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Karo Bube kann man hier spielen. Hab ja sowieso keine Fantasie, irgendwas zu stechen und glaube auch nicht, dass mein Partner noch einen Buben hat, aber selbst wenn, dann stehen die ohnehin verteilt. Also vielleicht eine Abwurfschance für meinen Partner. Und es ist die Herz 9. Daran kann ich natürlich erhoffen, erahnen, dass der Alleinspieler das Herz Ass zu dritt hat. So, das ist ungewöhnlich. Herz König, damit hatte ich nicht gerechnet. Warum spielt er denn den König? Und ich kriege eine Schmierung, Kreuz König, 18 Augen. Also warum spielt der Alleinspieler jetzt aus Ass, König, Dame den König, wo sowieso schon eine Lusche weg ist? Da hätte die Dame doch gereicht, hätte ich auch sofort mitgenommen. Denn ich habe in Herz jetzt auch wieder eine schöne Rückspielkarte. Und wenn ich Herz Dame getaucht wäre, dann hätte der Alleinspieler einfach in einer anderen Farbe fortsetzen können und später den König einfach abschmeißen. Also das war hier schon mal ungewöhnlich. Warum bietet er hier den König an? Ich weiß es nicht, aber er hat es getan. Ja, und ich spiele jetzt Herz Lusche zurück. Da fliegt von meinem Partner Kreuz 9. Erst der König, jetzt die 9. Also hat der Alleinspieler wohl neben den drei Buben und dem Herz Ass zu dritt auch die Kreuz 10 zu dritt. Und jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt haben wir 32 liegen und an die Kreuz 10 komme ich nicht ran. Der Alleinspieler hat noch zwei Buben, also vom Tempo können wir ihn nicht erwischen. Also ziehe ich direkt das Kreuz Ass, versuche alles einzusacken. 46. So, und wenn er jetzt noch die Kreuz 10 oben hat und das Pik Ass, dann machen wir gar keinen Stich mehr, dann wird er ja gewinnen. Aber ich vermute fast, er hat die Kreuz 10 gedrückt, weil das doch ein großes Risiko wäre und hat vielleicht jetzt noch Pik Ass Lusche in der Hand. Und wir stehen auf 46, ja, und was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ich habe es noch im Prinzip erzählt. Er hat noch zwei Buben, er hat noch vielleicht das Pik Ass bestellt, aber ich habe nicht mehr gesehen hier, dass ich ihn in Herz ja noch einspielen kann. Ich muss ihn doch jetzt in Herz Lusche einspielen, ganz einfach, dann muss er selber antreten. Eieiei, na hoffentlich hat er jetzt Pik Ass König noch in der Hand. Nein, er hat die Pik Lusche, ich werde verrückt. Das passiert auch irgendwie wieder nur so beim Online-Skat. Du guckst, du frickelst hier rum, ich zähle noch die Karten aus. Und es ist natürlich auch schlecht gezockt vom Alleinspieler, muss man sagen, dass der erstens diesen Herzkönig da anbietet. Und da ist der Pik-König, das wäre es gewesen. Das wären 60 gewesen. Dass er erstens den Herzkönig anbietet und jetzt, bevor er Kreuz Lusche spielt, nicht das Herz Ass abspielt, um diese Einschubmöglichkeit zu verhindern. Jetzt hatte er Karo König im Keller und Kreuz 10. Ah, oh, den habe ich aber jetzt verbockt. Meine Herren, den haben wir aber jetzt beide schlecht gespielt. Eieieiei, das wird mir jetzt ein bisschen nachhängen, weil das ja eigentlich auch gar keine so schwere Aufgabe war. Bis dahin habe ich ihn ja ganz genau korrekt getroffen. Und dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, mein Blick hing so rechts auf den Karten und hat gar nicht mehr die Herz-Lusche gesehen. Ich denke noch sowas wie, na hoffentlich hat mein Partner doch noch den Karo-König, dass wir 14 anbieten können. Eieiei, meine Güte nochmal. Ich versuche das abzuhaken, aber das ist nicht leicht, weil das war definitiv hier mein Bock des Abends und den
den will man nicht machen und schon gar nicht hier vor Publikum. Und Spieler 1 so ein teures Spiel schenken, das war natürlich auch nicht die Idee. So, was passiert hier? Sieht wie eine trumpfstarke Karte aus, wenn er so lässig hier alles abschmeißt. Dann nehmen wir mal schnell das Karo Ass mit, damit wir gerade so aus dem Schneider sind. Glaube nicht, dass jetzt noch viel zu holen ist. Na, kommt mein Partner doch noch mal rüber? Nee, dann ist er wohl mit rein. Grang mit rein, Karo mit rein und den Grang sehr, sehr glücklich gewonnen. Gut, neuntes Spiel. Ich biete mal 18. Nee, aber für 20 bin ich schon raus. Passe auf mein eigenes Spiel. Also natürlich könnte ich auch 20 noch halten für einen einfachen Herz, aber Spieler 3 wird ja wahrscheinlich sowieso mehr reizen, und falls er selber Herz spielen wollte, hat er alle Trumpf dagegen. Also das ist der Grund, warum viele gute Spieler auf ihren selbst geplanten Reizwert schon passen. So, Kreuz wird gespielt, alles klar, 4 Trumpf dagegen. Gucken wir, was passiert. Herz Lusche, gewünschter Aufschlag auf meine Reizung. Oh, und jetzt wird es, glaube ich, kriminell. Das war wahrscheinlich schon ein Risiko zu viel. Fetter Abstich, sogar mit der Trumpf 10. Vom Trumpf kurzen Spieler. Ich glaube, das Spiel kann er jetzt schon nicht mehr gewinnen. 31 Augen und ich habe noch 3 schöne Trumpfstiche im Blatt. Mein Partner hat sogar noch eine Trumpf-Lusche mit dabei. Ach komm, Karo Bube rein. Nö, kann ich, habe ich gar nicht nötig. Wir kriegen ohnehin genug. Ich kann hier schon die Dame auch dazulegen. Ja. Pik Ass auch noch bei meinem Partner, also Karo 10 werde ich auch noch stechen können, er kommt zu kurz, also das Spiel kann er gar nicht gewinnen. Das war gegen die 20er Reizung einfach natürlich zu verwegen, da auf Herz Doppellusche zu schnippeln, damit hat er sich völlig von den Füßen gespielt. Ansonsten wird das wahrscheinlich auch nicht gewinnen, wo ich die 4 Trumpf dagegen habe und dann Herz 10 bringen kann, aber dann wäre er wohl nicht ganz so rasiert worden. So, wir haben Vorhand, wir haben wieder 3 Damen und Spieler 1, der kriegt schon wieder bei 18 das Spiel, der zieht jetzt mit Rückenwind davon. Natürlich ärgert mich das, auch wenn ich es jetzt versuche, nicht in das Spiel noch zu übertragen, mit dem Frust in das nächste Spiel zu gehen, womöglich dann weitere Fehler nachzuschieben, plötzlich zu riskant zu reizen. Das sind alles so Sachen, die ich schon oft gesehen habe, wenn man sich über so seinen eigenen Fehler ärgert, also abhaken das Ding. So, und hier habe ich jetzt mal nicht den Buben ausgespielt, weil ich ja auch ein bisschen variantenreich quasi spielen will, weil ich hier auch nicht die Zehner im Blatt habe, wo ein Abwurf von meinem Partner direkt viel bringen kann. Deswegen einfach mal ein Karo gegriffen, das war ja auch gar nicht so schlecht. Hier im Nachspiel fliegt allerdings Pik König weg, auf 22 bei uns. So, und was ist das denn? Was ist das denn bitte wieder für ein Gang? Der kann ja jetzt nur noch Herz im Blatt haben, ne? Ja, und genau das habe ich mir gedacht. Herz 7 noch bei meinem Partner, also Alleinspieler 4 Herz, den letzten Boom und Pik Ass. Aber was war das denn bitte für ein Raupengrang? Wenn da Herz, Ass, Dame, 7 in einer Hand stehen, also 20% der Fälle, dann kann er diesen Grang ja niemals gewinnen. Es sei denn, Herz kommt noch auf den Tisch. Denn dann kommt er zu kurz, dann gibt er zu viele Stiche ab, also dann bricht ihm dieser Gang mit 4, 5, 6 Abgabestichen auseinander. Und er hat so ein schönes Spiel mit 3 und schon so viele Punkte liegen, also das hat er an sich gar nicht nötig. Ich meine, jetzt ist er natürlich weit weg und hat die Quali schon so gut wie im Sack, 500 Punkte zu den mindestens 620, die er eben schon hatte. Spieler 1 hier einfach nicht aufzuhalten, und trotzdem glaube ich, wenn ich gesehen habe, was da eben los war, bei dem Grang, wie er den vorgespielt hat, und dass er jetzt überhaupt das Risiko eingeht, dieses Blatt eben als Grang zu spielen, das war nicht unbedingt eine taktische Meisterleistung, würde ich sagen. Also keine große Attacke, aber vielleicht doch noch nicht der allerhellste Stern am Skathimmel. Jetzt hat er hier wieder einen mit 4 oder was, mit 7 Trumpf.
Und wieso spielt er denn dann Karo König und da durch? Hat er da nicht eine Schneider-Schwarz-Chance, wenn er von oben hinlangt? Ass, König, Dame, 7 Trumpf mit 4, die Trümpfe waren raus. Also auch der Karo König hier definitiv kein guter Zug. Verschenkt den Schneider-Schwarz gegen die blanke 10. War nicht der Fall. Wieder 66 Punkte. Wahnsinnslauf hier von Spieler 1. Ja, nun ist die Serie gleich vorbei und viel ist ja da nicht mehr gekommen, ne? Ein Rang mit 4, nee, und das hier ist mir auch zu wenig. Das werde ich jetzt nicht mehr versuchen, nicht in dieser Serie. Dafür habe ich dann immer noch insgesamt zu viele Punkte liegen. Aber natürlich 600 aus der ersten Serie und jetzt, was sind das? 250 dazu, 850, also ein bisschen mehr für ein besseres Gefühl hätte ich schon gerne gehabt. Aber du musst natürlich leben mit dem, was du kriegst. Und 40 Punkte habe ich selber ganz sicher dusselig verballert. Den Schuh kann und werde ich mir anziehen. Aber das werden doch hoffentlich nicht die ausschlaggebenden Punkte sein. Auf jeden Fall, es ist ja für die Spannung gar nicht schlecht. Ich bin noch nicht durch. Ah, wir schauen uns hier nochmal ein ganz trumpfstarkes Spiel an. Wenn kein Trumpf liegt, sind es sogar 8 Trümpfe. Ja, sind sogar 8 Trümpfe. Also für die Spannung ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. 250 Punkte drauf. Damit wird es jetzt auf die letzten 12 Spiele ankommen und plötzlich, ja, so 400 Punkte brauche ich dann schon noch. Also noch so eine Serie wie diese, wo kaum was vorbeikommt, die kann ich mir dann nicht erlauben. Heißt also, ich muss dann doch vielleicht wieder ein wenig die Gangart verschärfen und das bietet natürlich hoffentlich ein paar kurzweilige Momente. So, das wäre es dann für heute. Nächste Serie folgt demnächst und bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.